Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Anna Extension Edition. Es ist total laut, ich schreie deswegen vielleicht. Das tut mir wirklich schrecklich leid, ich höre mich selber absolut nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie laut ich reden kann und wie laut nicht. Ich glaube, ich brülle wortwörtlich, so dass ich mich einigermaßen noch hören kann. Was es für ein Spiel wird, werden wir sehen. Ich glaube, ein Horrorspiel. Und mir wurde schon gesagt, dass ich wahrscheinlich schreien werde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass die Musik wunderschön ist. Und da würde ich sagen, es ist so laut. Ich habe in den Emotionen schon was geändert. Aber wir fangen dann einfach mal an. Boah, ich kann mich wieder selber hören. Wie schön ist das denn? Moment, ich muss ganz kurz das machen. Oh, es hängt. Oh, das ist natürlich ungut. Ich entsinne mich noch immer der Verzückung. Während unsere gemeinsamen Stunden zusammen mit dem Gesang des Windes verronnen, der über die Berge wehte. Ich hoffte, ich hätte dich für immer und ewig vergessen. Anna, meine große Liebe. So. Es ist das Haus, das ständig in meinen Albträumen erscheint. Wow, es ist schnell. So, keine Zweifel. Ich könnte seine Risse aufziehen. Einen kleinen Moment bitte, ich muss wirklich noch was einstellen. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anna. Ich habe es jetzt etwas leise gemacht und etwas an der Maus verändert, wobei die immer noch arschschnell ist. Und ich würde sagen, dass das... What the fuck, ein Fluss. Oh mein Gott, das ist immer noch... viel zu schnell und zu laut und das Wasser ist kristallklar. Man möchte es fast trinken. Ja, gut, das kennen wir ja schon. Kann ich da rein? Nein? Ich höre mich selber nicht. Das ist so verwirrend, wenn man sich selber nicht hört. Oh mein Gott, ich höre mich jetzt, wo ich von dem Bach weggehe. Oh mein Gott, ich kann mich reden hören. Herzlichen Glückwunsch. Challenge expected. Aspekt. Ach, ihr wisst schon. Die Maus ist wirklich sehr, sehr hoch eingestellt. Oh Gott, ich laufe gegen alle Sachen. Eingestellt. Der Bach ist extrem laut. Versperrtes Fenster. Das Fenster ist fest versperrt. Hier kommt man nicht durch. Schlecht. Es rührt sich nicht. Das müssen wir bestimmt eindrücken. Aber ich gucke noch hier hoch. Verschlossen. Okay. Kann der springen, der Typ? Ich denke mal, wir sind ein Typ. Und das sieht doch recht komisch aus. Was ist das? Eine perfekte Schnitzerei. Ein einfaches Werk, aber trotzdem sehr künstlerisch gemacht. Da ist etwas im Inneren. Was ist da? Hey, da ist ja wirklich was. Da ist so ein Zahnrad. Das kriegen wir bestimmt irgendwie raus. Aber die Umgebung sieht ja eigentlich ganz gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, Blumen. Aha. Da ist eine Blume auf dem Steinhaufen. Jemand muss die Steine mit Absicht so gestapelt haben. Wie nehme ich Sachen auf? Nein, das ist es nicht. Oh, wir haben sogar ein Handy. Also das ist unser Inventar. Feuerzeug. Klappbares Messer. Ich. Leere Feldflasche. Können wir doch bestimmt benutzen. Was ist das denn? Nein, ich möchte die wieder zurück. Okay, dann nicht. Irgend so ein Baumdingens. Notizbuch. Handy. Okay, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Dokumente. Haben wir anscheinend noch nicht. Okay, wie nehme ich das denn? Ja, wissen wir. Kann ich die Feldflasche nicht mit dem Wasser füllen? Aha! Sie ist voll mit Wasser. Ja, das ist doch gut. Das soll doch bestimmt auch so sein. Kleine Tür. Wie? Sie verschnürt die Tür. Ich denke, es wird nicht schwer sein, sie durchzuschneiden. Gut, wir haben ein Messer bei uns. Hier ist noch ein Stein. Aha! Nein, das war irgendwas anderes. Das war kein Stein. Oder? Doch, ein Stein.
Damit können wir das da oben sicherlich aufschlagen. Können wir den... Aha, wir können Steine sammeln. Ich habe bereits eine. Einen. Verschlossen. Gott sei Dank. Ich dachte schon, die Tür geht auf. Es ist ein Horrorspiel, so wie ich es gehört habe. Vielleicht kann man sie von innen öffnen. Okay. Aber noch sieht es nicht so nach Horror aus. So, da oben würde ich den Stein gerne benutzen. Aha. Eine perfekte Schnitzerei, ein einfaches Werk, aber trotzdem sehr künstlerisch gemacht. Da ist etwas im Inneren. Können wir das... Nein, warte mal, ich möchte das... Hallo, rausnehmen, raus. Zahnradstück. Ich komme nicht ran. Was meinst du mit, du kommst nicht ran? Ich komme nicht ran. Ja, gut. Und wie kommen wir dann daran? Versperrtes Fenster. Überall versperrte Fenster. Müssen wir da überhaupt dran? Also erstmal müssen wir hier mit dem Messer. So, ich habe das Seil zerschnitten. Sie verschließt einen kleinen Raum unter dem Treppenhaus. Boah, bin ich erschrocken. Was ist das denn für eine... Mensch, was ist das für eine... Ah, was ist das für eine rissige Wand. Mit bloßen Händen kann ich da nichts ausrichten. Wir brauchen noch einen Stein. Aber den haben wir ja schon gefunden. Das brauche ich nicht mehr. Was meinst du? Kleine Schnur. Ah, Moment. Mit der Schnur können wir sicherlich dieses Zahnrad rausholen. Oder nicht? Nicht? Warum nicht? Warum bist du so fies zu mir, Spiel? Oh, Entschuldigung. Ich wackel ab und zu. Etwa 50 Zentimeter. Ja, ja. Das haben wir schon gesehen. Ah, Moment. Moment, Moment, Moment. Kann ich mein Inventar öffnen? Nein. Aber die Musik ist sehr schön. Muss man wirklich sagen. Hallo? Ah, Moment. Das haben wir noch nicht. Okay, es ist kaputt. Es lässt sich aber vielleicht reparieren. Verschlossen. Vielleicht kann man sie von innen öffnen. Wahrscheinlich kennt ihr das alles schon und denkt, oh, das ist doch ganz klar, was du da machen musst. Und aha. Aha. Langsam kommen wir voran. Nein. Böser Stein, komm mit. Okay. Können wir das nicht einschlagen? Nein? Können wir da noch einen anderen Kieselstein mitnehmen? Aha, wir sollen, glaube ich, den da nehmen. Schmutziger Gegenstand. Okay. Ich denke mal spontan... Wow, oh. Spontan, wir sollen den Gegenstand säubern. Ganz spontan. Ich habe es mit Wasser gereinigt. Es ist ein Stück von einem Zahnrad. Wie kann das unter diese Steine gelangt sein? Heißt das, wir müssen jetzt lauter Zahnräder suchen? Und wir hätten den Stein da gar nicht rüber... tragen müssen! Bitte entschuldigt diese kleine Unterbrechung. Ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen, weil ich Besuch hatte. Beziehungsweise unerwarteten... Ach, ihr wisst schon, Besuch. Jemand ist reingekommen und hat mich bei der Aufnahme gestört. Wie immer halt. Mit dem Stock können wir sicherlich an das Zahnrad hin. Oh Gott, ich habe mir einen Herzinfarkt bekommen gerade eben. Puh. Ha. Richtiges Puh. Oh, goodness. Ich meine, wenn man schon weiß, dass man ein Horrorspiel spielt, man hat aber noch nicht diese Horrorsequenzen, dann... Oh my goodness. Das ist so... Boah, jetzt ist es mir kalt. Also jetzt ist es mir richtig kalt. Okay. Aha! Ich habe es. Wir müssen... Das bestimmt... Kriege ich den Stein da weg? Irgendwie aufmachen. Geh mal weg. Wir müssen das irgendwie... machen. Und dann können wir da sicherlich Zahnräder reinstecken.
damit wir da rein die Tür öffnen können und da reinkommen. Oder die Tür öffnen können. Was mir doch scheißegal, welche Tür. Hauptsache irgendeine Tür geht auf. Draußen bleiben können wir nämlich auch nicht, aber ich glaube, ich gehe mal von dem Bach weg, sonst kriege ich einen Gehörsturz. Ich glaube, dazu brauchen wir irgendwas. Sie passen perfekt zusammen. Aber ich muss sie irgendwie verbinden. Ah, okay. Dann mit der Schnur. Das Zahnrad ist repariert. Das ist schön. Und jetzt wohin mit dem Teil? Ja, so. Okay. Mit bloßen Händen kann ich dann nichts ausrichten. Wie kann sich das Ding eigentlich drehen? Okay. Also, ich glaube, es ist klar, dass es ein Blind Let's Play ist. Habe ich davor gar nicht gesagt, aber... Ich nehme eins. Hä? Es gibt da Ahornblätter in der Nähe, ja. Und doch habe ich neben dem Hügel Ahornblätter gefunden. Weil es keinen Ahornbaum gibt. Okay, wie kann das sein? Du, das weiß ich auch nicht. Geht hier jetzt irgendwie in die Leiche, oder? Wie sieht's aus? Rätsel, Rätsel, Rätsel. Ich bin echt nicht gut da drin. Mit bloßen Händen kann man... Ja. Gut, das wissen wir schon. Vielleicht liegt der da hinten noch. Können wir den Stein denn nicht aufnehmen? Ich mag da aber rein. Auch wenn dieses Haus wahrscheinlich total gruselig ist. Das sieht ja jetzt schon aus. Wenn er sagt, es ist aus seinen Albträumen, wird es wahrscheinlich nicht gerade ein schönes Haus sein. Aber... Naja. Ach, jetzt fängt schon wieder die Musik an. Alles klar. Warum möchtest du nichts machen, was ich machen will? Nein. Also, volle Feldflasche. Dokumente steht auch nichts. Zahnrad, das geht auch nicht. Mit einem Ahornblatt geht es auch nicht. Wie soll das funktionieren? Ein trockener Zweig. Er sieht nicht sehr robust aus. Da ist es total dunkel drin. Was soll da sein? Was? Dunkler Winkel. Ich sehe nichts. Ah, ich weiß was. Ich muss irgendwie Licht machen. Aha! Was nun? Ein seltsamer Mechanismus. Einige Teile scheinen zu fehlen. Jetzt sollte es funktionieren. Nein, ich wollte noch nicht reingehen. Oh my goodness. Errungenschaft, it's dark here. Okay. Mein Gott, es ist arschlaut. Normalerweise mache ich das in meinem Headset-Leister, aber lebt hier noch immer noch jemand? Wir haben eine Taschenlampe, cool. Die machen wir nicht aus. Boah, es knaut so schön. Ich hatte... Ich höre eine Frau hinter dieser Tür weinen. Ich muss einen Weg finden, sie zu öffnen. Ein Bild zeigt fünf Augen. Vielleicht bedeuten sie etwas. Seltsame Felshaufen und Mechanismen an der Wand. Nun bin ich sicher, dass dieses Haus Geheimnisse verbirgt. Es ist nicht mehr nur eine Ahnung. Was zum... Wie bin ich hierher gelangt? Das ist das Sägewerk, das ich in meinen Träumen sehe. Aber ich verstehe das nicht. Bin ich wach oder schlafe ich noch? In meinen Träumen stehe ich immer außerhalb des Zaunes, doch dieses Mal nicht.
Ich will herausfinden, was hier verborgen ist. Ich spüre, dass ich in diesem Haus die Antworten auf all meine Fragen finden werde. Und vielleicht auch sie. Boah, dieses Weinen ist eklig. Oh my goodness. Ich will kurz vorspulen. Okay, ihr wisst, ich lese immer alles sehr gründlich durch, also lese ich das jetzt. In früheren Zeiten gingen die jungen Leute der Gegend in den Wald, um sich ewige Liebe zu schwören. An jedem Tag also nahm der Hirtenjunge... Lucien, die junge Margarita. Margarita. Bei der Hand und führte sie inmitten der Bäume. War süß wie der Frühling. Sie hatte Haare wie Goldfäden. Ihre Hände waren beim Wollespinnen so flink wie eine Nachtigall im Flug. Aus all diesen Gründen wollte der Hirte sie zur Gemahlin nehmen. Es war ein schöner Oktobertag und der Schnee schien noch weit entfernt. Doch sie gingen und gingen, und als sie bereits tief im Dickicht des Waldes waren, verhüllte eine Wolke die Sonne und die mit dem komischen Namen sprach. Bitte, Liebster, lass uns umkehren. Die Sonne ist hinter einer Wolke verschwunden und wenn 1000 Tropfen fallen, werden wir krank. Doch der Hirte entgegnete, einen Schritt noch, mein Täubchen, ich habe den Klang einer Axt gehört und ich möchte nicht, dass die Holzfäller unseren Schwur mit anhören. Die mit dem komischen Namen folgte ihm und sie gingen noch 100 Schritte. Der Himmel wurde dunkler und die Jungfrau erzitterte. Sie sagte, bitte Liebster, lass uns umkehren, die Wolke hat sich verändert und wenn 100 Flocken fallen, verschwindet der Pfad und man wird uns nie wiederfinden. Doch der Hirte hatte einige Bäume entfernt, einen Jäger bemerkt und wollte nicht, dass der Jäger ihre Küsse beobachtete. Er entgegnete, nur Mut, mein Täubchen, einen Schritt noch. Nach 100 weiteren Schritten flammte in der Ferne ein gleißend weißes Licht auf und der Typ mit dem komischen Namen ergriff die Hand seiner Schönen noch fester, da er es um jeden Preis erreichen wollte. Es hatte zu schneien begonnen und die Jungfrau wollte umkehren. Sie blieb stehen und flehte den Jungen mit dem komischen Namen an, doch dieser umklammerte ihre Hand noch fester und zog sie weiter. Die mit dem komischen Namen weinte, »Bitte, wenn du mich liebst, halte ein, lass uns versuchen, nach Hause zurückzufinden.« Doch der junge Mann hörte ihr nicht mehr zu. Die mit dem komischen Namen versuchte ihn aufzuhalten, während das Licht vor ihnen immer größer wurde. Er ließ ihre Hand los und ging alleine weiter. Die mit dem komischen Namen fiel zu Boden, während er in den Sturm verschwand. Sie nahm all ihren Mut zusammen, ihren Rock in die Hand und eilte ihn aufzuhalten, da sie ihn wahrlich liebte und um sein Wohlergehen besorgt war. Doch der mit dem komischen Namen, der spürte, dass seine Hände zurückgezogen wurden, wandte sich mit einem Gesicht um, das nicht länger das seine zu sein schien, und schrie, »Fort, du eifersüchtige Harpie!« »Harpie? Ihr wisst schon. Was willst du noch hier? Sie ruft mich mit einer Stimme schöner als 1000 Nachtigallen, und du krächzt wie eine kranke Krähe. Fort mit dir!« Und mit diesen Worten wandte er sich von ihr ab. Die mit dem komischen Namen gab nicht auf und ergriff seine Hose. Der junge Mann wandte sich mit einem Stein in der Hand um, schlug ihn ihr ins Gesicht und verschwand seine Geliebte am Boden zurückgelassen. Als die mit dem komischen Namen ihre Augen wieder öffnete, hatte es aufgehört zu schneien. Die Nacht war still, doch das Licht war noch immer da. Von unvorstellbarer Angst ergriffen, lief das Mädchen so weit es konnte. Als man sie am nächsten Morgen fand, waren die mit dem komischen Namen goldene Haare weiß geworden und ihr Gesicht, einst süß und schön, war von einer langen Narbe entstellt. Von dem mit dem komischen Namen war nie wieder etwas
Ward nie wieder etwas gehört und niemand wagt sich seitdem in diese Wälder. Okay. Boah, ich krieg noch einen Koller. Das ist extrem laut. Hallo? Wie schließe ich das? Hallo? Wie schließe ich das? Ich hab zu Ende gelesen. Hallo? Ah, mit das. Boah, die Olle nervt im Hintergrund. Ich glaube, ich meine auch, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. Boah! Ist das laut? Es ist eine Metalltür, scheint komplett verrostet zu sein. Es ist ein alter Ofen, er brennt. Warum brennt der Ofen, wenn die Olle da hinter der Tür sitzt? Hi, wer ist da? Mein Name ist Kuroki Käsekuchen. Ich bin nur zu Besuch da. Eine alte Wasserstrahlsäge. Weil das sie kaputt. Boah, wieso knarrt das so eklig? Ah, scharfes Teil. Sieht aus wie eine Klinge eines Messers. Sie steckt fest im Tisch. Ist da oben Blut dran? Wenn ich sie an mich nehmen will, muss ich etwas dagegen schlagen. Haben wir was im Inventar? Nee. Der Tisch ist in einem sehr schlechten Zustand. Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig, ganz ehrlich. Okay. Eine Kette, die mit einem Mechanismus verbunden ist. Das haben Ketten gewöhnlich so an sich. Okay. Weiche Wurzel. Einige Wurzeln. Sie wirken weich und leicht zu schneiden. Okay. Wasserpfütze. Eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich hat sie nach einem Wolkenbruch gebildet. Boah. Alter, was ist das für eine Olle? Könnt ihr mal die Klappe halten? Also, wenn ich schreie, ich spiel's trotzdem weiter, aber ich mache eine Pause. Okay. Was ist das? Ich brauche etwas Größeres. Ja, was ist das? Eine gleichmäßige, rechteckige Aushöhlung. In der Mitte ist ein sehr kleines Loch, durch das ein schwacher Lichtstrahl scheint. Ja. Eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich hat sie sich einen Wolkenbruch gebildet. Ich kann da nicht rein. Was? Ja, das ist, haben wir ja schon angeklickt. Es ist extrem. Nein. Boah, hör auf zu weinen, Olle. Mir ist auch gerade nach Weinen zumute, aber... Oder nach Schreien, oder nach Wegrennen, oder nach allem. Boah, ist die laut! Was? Wo ist die? Haha, wieso hab ich keinen... Was ist das? Was war das? Was war das? Jetzt mal ernsthaft. Was war das? Ich würde ja die Olle da lassen, aber ich glaube, das darf ich nicht.
Was war das? Was flackert da? The fuck? Sieht ein bisschen aus wie eine Foltermaschine. So ein kleines... Ach nee, das ist so... Okay. Keine Foltermaschine, bin schon ruhig. Es ist abgeschlossen, ich brauche einen Schlüssel dafür. Hey, Olle? Die geht auf! Okay. Die geht aber nicht ganz auf. Will der nicht mal klopfen, der Typ? Ja. Okay. Oh. Eine Falltür in der Decke. Ich weiß nicht, wie ich an sie herankomme. Ich schon. Nein. Hallo, ich mag die Tür zumachen. Da war sowas Komisches drin. Alter, Tür geht zu. Da war so ein komischer Rauch drin. Hallo? Hallo? Ah. Okay, das nicht. Aber nein. Nein, hör doch auf. Es ist wirklich extrem laut und ich habe es schon runtergedreht. Das ist unglaublich. Wie? Ich komme da nicht hoch. Ich denke, wir müssen uns hier einfach eine Weile umsehen oder so. Ich hoffe nicht, dass dieser Rauch nochmal... Wie kriege ich denn das Stückchen da raus? Das ist eine Messerklinge. Sie ist gut verarbeitet und immer noch sehr scharf. Sieht aus, als würde sie auf die Berührung meiner Hände reagieren. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Kommt bestimmt gut an bei euch. So wie ich euch kenne, kommt das gut an. Was ist das? Nichts Wichtiges. Das ist so Arsch. Ist da was? Ich spiele am Tag. Am Tag. Naja, fast, ne? Vielleicht, wenn ich lange genug an ihr rummache. Ja, sehr gut. Hallo, geh weg. Ich rette dich nicht. Ich bring dich um. Das geht doch mit Bewegung, oder nicht? Mein Gott, ich hasse diese... Die Musik ist schön, aber die Olle nervt. Und die Tür geht nicht mehr zu. Was ist das? Was ist das? Da ist niemand drin! Da ist niemand... Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich dieses... Oh, Mann. Hallo, Hüppelhäschen. Tschüss, Hüppelhäschen. Das schneide ich... Was ist das? Was war das? Was habe ich gemacht? Das war dieses Auge. Was ist das? Es geht nicht auf. Halt die Klappe, du Scheiß-Olle!
Ja, was? Boah, guck doch mal rein. Das ist nicht mal ein Mensch. Was ist das? Ey, ist das ein Bug oder so? Das muss doch so sein. Da wette ich mit euch. Halt die Klappe! Ich will auch weinen und ich kann nicht. Sonst lache ich. Sonst lachen hier alle. Was sollen denn diese Augen, bitteschön? Geschlossen. Oh, Olle, jetzt sei doch mal ruhig, ganz ehrlich. Was soll ich denn hier überhaupt machen? Ich habe absolut keinen Plan. Ich krieg das da nicht auf. Weil ich nicht an dieses Ding rankomme. Springen kann ich auch nicht. Da ist niemand drin. Wenn ich so weinen würde, würde mich auch niemand trösten. Weil ich gleich das Horn fange zu weinen hier in diesem Spiel. Was ist denn das für ein verdammter Scheißdreck? Ja, Sesam, öffne dich. Ist hier nicht irgendwie was drin? Am besten vielleicht nicht dieser Rauch. Ach, Moment, Moment, Moment. Halt die Klappe! Halt die Backen, einfach nur die Backen. Ich möchte es gar nicht hören. Warum? Und geht es? Bin ich wirklich zu blöd dazu, oder? Es hat kein Netz. Besser so. Ich will mit niemandem reden. Du willst vielleicht mit niemandem reden, aber ich möchte mit irgendjemandem reden. Das ist ja... Ist es nicht anstrengend, die ganze Zeit so zu weinen? Mit diesem Messer kann ich keine... Kann ich gegen die Äste wenig ausrichten? Ja, 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 ja. Das hatten wir ja jetzt schon alles. Aber das muss doch auch funktionieren. Warum? Vor allem, es ist so extrem ohrenbetäubend laut. Und die Olle macht mir langsam Angst. Und ich bin wahrscheinlich absolut zu blöd für dieses Spiel. Hm. Soll das eigentlich romantisch sein oder was soll es sein? Und die Geschichte vorhin, die klang übrigens total... Ja, 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 ja. Total komisch. Also, finde ich, dass die total komisch klang. Ich hätte dem... Also, ich wäre dem Typ da nicht gefolgt. Oder wäre mit dem irgendwie irgendwo hingegangen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das doch schon ziemlich... gruselig gewesen. Hm. Was? Will ich wirklich fliehen? Ich habe das Gefühl, dass ich das Haus nicht mehr betreten kann, wenn ich gehe. Nein. Andererseits... Ich weiß nicht. Kann die Olle bitte die Klappe halten? Es ist verschlossen. Abgeschlossen, ich brauche einen Schlüssel dafür. Warum nicht? Und was ist das? Ja, aber was ist das da, Ahornblatt-Dingensbummens? Was soll ich mit einem verfluchten Ahornblatt? Nein. Oh, da geht's noch weiter. Ich kann nicht schlafen. Ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Ich schreibe nur, um die Qualen zu überstehen. Schmerzmittel helfen bisher nicht.
Auf den kurzen Augenblick der Erinnerung folgen immer scharfe, stechende Schmerzen. Ich drehe und wende meinen Kopf, um eine Stellung zu finden, die weniger wehtut. Aber es ist sinnlos. Wenn ich meine Augen schließe, ist mir, als würde ich Blätter im Wind rauschen hören, als würden sie eine Symphonie komponieren aus meinen geschundenen Knochen. Mir ist, als könnte ich Bilder von jener Szene sehen. Den Himmel und die Berge. Seltsamerweise ist meine Sicht verschwommen, doch obwohl ich den Ort nicht wiedererkenne, habe ich das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Ich habe wohl Halluzinationen von der Migräne. Ich hasse die Berge. Freiwillig bringen mich da keine 10 Pferde hin. Die wenigen Male, die ich in den Bergen war, bin ich nie länger als einen Tag geblieben. Bin nie in den Wald oder wandern gegangen. Ich muss mich auf ein Kissen legen. Ich fühle mich ganz schwach von den Schmerzen. Die Vorlesung heute hat sie schockiert, als ich ihnen erzählte, dass die mittelalterlichen Ritter häufig arme Bauersfrauen vergewaltigt haben, die ihnen allein auf der Straße begegnet sind. Haben sie mich angestarrt. Vor allem die Mädchen schienen entsetzt und verstört, als würde ich ihnen eine ausgedachte Geschichte erzählen. Doch es gibt unzählige alte Lieder, auch wenn sie selten in Schulbüchern zu finden sind. Über diese Praktiken. Manche verherrlichen die Vergewaltigung sogar als Privileg der Ritter gegenüber, wie der Klassen. Zusammengefasst, Ritter knieten romantisch vor Edelfrauen nieder und fielen hemmungslos über junge Hirtinnen her. Als ich ihnen dann berichtete, dass eine Vergewaltigung in einigen Gegenden der Alpen eine Heirat nach sich zog, waren sie erst recht entsetzt. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, war verpflichtet, zur Braut ihres Vergewaltigers zu werden. Das Leben war damals kein Zuckerschlecken, aber es blieb wenig Zeit, eine Frau zu umwerben. Heute mag dieses Verhalten abstoßend erscheinen, wenn man es aus unserer modernen Warte betrachtet. Viel erschreckender ist aber, wie die Menschen die Erinnerung an diese Gräueltaten verdrängt haben und wie sie dazu neigen, sie willentlich zu ignorieren, wenn wir sie damit konfrontieren. Einige Schüler waren von dem Thema der gestrigen Vorlesung so angewidert, dass sie begonnen haben, mich Professor Pervers zu nennen. Wäre meine Kopfschmerzen nicht wiedergekommen, hätte ich über eine solch albernen und allfahrtslosen Spitznamen nur lachen können. Heute ist etwas Seltsames geschehen. Ich habe im Keller in alten Kisten nach ein paar alten Mitbringseln gesucht und bin dabei auf eine halb vergrabene Kiste gestoßen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich bin oft im Keller, aber diese Kiste ist mir noch nie aufgefallen. Das machte mich neugierig. Ich wollte wissen, was darin war. Überhaupt zu ihr zu gelangen, war schon nicht leicht. Ich musste ein paar große Kisten voller alter ethischer Souvenirs beiseite räumen. Warum hebe ich all den Müll eigentlich auf? Aber schließlich konnte ich sie befreien. Es lagen ein paar alte Fotos darin. Sie waren in Papierumschläge gelegt und mit einem Bindfaden zugeschnürt worden. Auf dem Paket lag eine Notiz, völlig vergilbt. Bla bla bla.